10 Wege, wie Fasten dein Leben retten kann. Jetzt nicht im übertragenen Sinn, sondern tatsächlich. Und mit Studien natürlich belegt, wie Fasten gerade bei den Haupttodesursachen in westlichen Industrieländern dein Leben auf Dauer rettet. Alles das nach dem Intro. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutkai. Wenn ihr aktiv etwas für eure Gesundheit tun wollt und abnehmen, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren. Hier bekommt ihr immer die richtigen Informationen, wie man das am besten macht. So, das heutige Thema ist 10 Wege, wie Fasten dein Leben retten kann. Es ist ja schon von alters her bekannt, dass gerade Fasten oder Fastenperioden in der menschlichen Ernährung einen wirklich großen Nutzen haben. Sei es jetzt auf täglicher Basis, da könnte man so 16-8-Fasten dann betreiben, dass man sagt, man isst nur in einem Zeitraum von 8 Stunden und 16 Stunden gibt man dem Körper jetzt wieder Zeit, dass er diese Nahrungseinheiten ordnungsgemäß verstoffwechseln kann. Das hat auf Dauer natürlich jetzt enormen Nutzen für deine Gesamtgesundheit und vor allem auch für dein Wohlbefinden. Von Seiten der Lebensmittelindustrie und von Seiten der Pharmaindustrie ist das natürlich jetzt nicht von Nutzen. Da kann man dir nichts verkaufen, du hast es selber in der Hand sozusagen, du kannst deine Fastenperiode jetzt selber täglich implementieren in deinen Alltag oder du könntest natürlich jetzt kürzere Fastenperioden im Monat einbauen. Da tust du schon extrem viel für deine Gesundheit, aber es wird natürlich niemand daran Geld verdienen. Und wenn ich sage, es ist von alters her schon bekannt, dann schaut man sich am besten immer die Weltreligionen an und in jedem Glaubensbuch, ob es der Koran ist, ob es die Bibel ist, jede Glaubensschrift hat in ihren Anweisungen sozusagen, wie sich die Gläubigen am besten zu verhalten haben, immer Fastenperioden eingebaut. Und Glauben ist gut, aber Wissen ist natürlich immer ein Stück weit besser, wie ich finde. Und deswegen habe ich euch natürlich Studien zu jedem einzelnen der 10 Punkte jetzt unten verlinkt, dass man sich es genau anschauen kann, für diejenigen unter euch, die es wieder genau wissen wollen. Denn wenn du natürlich etwas über einen längeren Zeitraum tust, dann möchtest du natürlich auch etwas davon haben. Ob es jetzt deine Arbeit ist, da wirst du natürlich ein Gehalt haben. Ob du jetzt laufen gehst, da wirst du deine Kondition verbessern. Und wenn du jetzt anfängst, Gewichte zu stemmen, willst du natürlich mehr Muskulatur haben. Du wirst dir schöne Muckis zeigen und du möchtest etwas davon haben, wenn du eine Leistung erbringst. Und wenn du jetzt anfängst, mit Fasten zu arbeiten oder das besser jetzt implementierst in deinen täglichen Ablauf oder mit Fastenperioden, dann möchtest du natürlich auch etwas davon haben. Und dass es in erster Linie wahrscheinlich eine Gewichtsreaktion sein wird, ist ja jedem von uns klar. Wenn du nichts isst, dann kann der Körper natürlich jetzt auf die Reserve zurückgreifen und du wirst Gewicht verlieren. Aber gerade die gesundheitlichen positiven Effekte des Fastens sind mit freiem Auge ja nicht erkennbar. Bis auf eine Gewichtsreduktion natürlich. Vielleicht auch ein besseres Erscheinungsbild der Haut etc. Aber gerade die positiven Effekte sind auf Zellebene oder vielleicht im Gefäßsystem etc., das schauen wir uns jetzt näher an. Wie gesagt, ein körperliches Wohlbefinden wird sich steigern. Warum das jetzt genauso ist, ist ja nicht ersichtlich mit freien Augen. Und deswegen schauen wir uns jetzt einmal die 10 Punkte an, wo Fasten wirklich lebensrettend ist. Punkt 1, natürlich wieder mit Studien verlinkt, Fasten erhöht deine Stammzellenproduktion. Und zur Erklärung, jetzt schauen wir uns einmal an, was sind Stammzellen? Und das sind für den Körper sozusagen vergleichbar mit den CD-Rohlingen. Aus denen kann der Körper bei Bedarf Leberzellen, Blutzellen, Knochenzellen, aber auch Neuronen herstellen, also unsere Gehirnzellen. Wenn du jetzt natürlich Probleme hast mit dem Herzen oder mit einem anderen Organ, die Grundsubstanz, dass der Körper dort wieder neue Zellen hinbringen kann und einbauen kann, ob es jetzt der Herzmuskel ist, ob es im Gehirn ist, ob es in der Niere ist, etc., dafür braucht er Stammzellen. Und Fasten erhöht diese Produktion. Das ist natürlich immer wichtig, gerade für die Körpererneuerung. Und das senkt dir natürlich jetzt auch dein Demenzrisiko, dein Schlaganfallrisiko, dein Herzinfarktrisiko etc., wenn du jetzt wieder ordnungsgemäß viele Stammzellen bilden kannst. Zweiter Punkt. Fasten senkt den Blutzuckerspiegel und Fasten senkt auch den Insulinspiegel. Und vor allem wichtig auf Dauer dann. Also da gehen wir jetzt auch rein in den HbA1c-Wert, also auf den Dauerblutzuckerspiegel. Der sollte natürlich nicht erhöht sein, äußerst negative Auswirkungen auf das ganze Gefäßsystem, auf die Organe, aufs Gehirn, auf alles. Aber gerade der Insulinspiegel steht jetzt auch schon näher in Untersuchung, auch schulmedizinisch. Und ein dauerhaft erhöhter Insulinspiegel wird jetzt schon als eigenes Krankheitsbild fast bezeichnet, die Hyperinsulinämie. Aber auch im Video dazu kann man mal drüber schauen, um was es sich da handelt. Und das hat äußerst negative Auswirkungen auf den menschlichen Körper, gerade wenn es in den Bereich Entzündungen reingeht und natürlich auch mit einer verstärkten Fetteinspeicherung. Insulin ist einfach das Speicherhormon. Und gerade die Fastenperiode senkt jetzt in diesem Bereich natürlich dein Risiko, an die Typ-2-Diabetes zu erkranken oder überhaupt an Prädiabetes schon, metabolisches Syndrom vorher. Und natürlich, du wirst Gewicht verlieren und du tust natürlich extrem viel für dein Gefäßsystem auch, wenn du jetzt den Blutzucker runterkriegst und du tust extrem viel für dein Gewicht, wenn du den Insulinspiegel jetzt dauerhaft runterbekommst. Das heißt, die ganzen chronischen Erkrankungen, auch mit verstärkten Entzündungen dabei, kannst du mit Fastenperioden in Zaum halten oder sogar revidieren dann. Dritter wichtiger Punkt, Fasten erhöht deinen HGH-Wert.
Der HGH-Wert, also HGH ist das Human Growth Hormone, das ist das menschliche Wachstumshormon. Und das menschliche Wachstumshormon ist in unserer Kinder- und Jugendzeit für unser Wachstum verantwortlich, damit wir eine gewisse Körpergröße erreichen, damit wir natürlich unsere ganzen Organe entwickeln können etc., damit wir auf eine gewisse Größe heranwachsen. Und im Erwachsenenalter ist dieses Human Growth Hormone, also dieses menschliche Wachstumshormon, gerade wichtig für die Körperreparatur. Für alle Gewebearten, Knochen, Knorpel, dass das jetzt wieder ordnungsgemäß repariert wird etc., braucht der Mensch wieder mal ein Hormon, einen Finger auf ein Knöpfchen, dass überhaupt gewisse Maßnahmen eingeleitet werden. Das heißt, wenn du jetzt dein Wachstumshormon in die Höhe kriegst, wird im Körper verstärkt repariert, aber es wird auch über die Lipolyse, sieht man hier recht schön, verstärkt Fett abgebaut. Das heißt, wenn dieses Hormon jetzt verstärkt wieder ausgeschüttet wird, reparierst du verstärkt, hast einen verstärkten Fettabbau und es geht aber auch in die Leberreinigung oder besser gesagt in eine Forcierung der Lebergesundheit hinein. Vierter Punkt, Fasten löst Autophagie aus. Ich möchte den Begriff Autophagie jetzt wieder nicht näher erklären, da habe ich zwei Videos dazu, kommen am Schluss dann in die Infocards. Wichtig bei der Autophagie ist es, dass der Körper in einen Recycling-Modus geht und dass er vor allem alte Aminosäurebestandteile aus dem Körper jetzt entfernt. Die werden recycelt, werden zur Energieproduktion herangezogen und es wird auch wichtige essentielle Aminosäuren werden dann sozusagen wieder recycelt und der Körper kann es für den Baustoffwechsel verwenden. Das ist eine äußerst wichtige Funktion in der Evolution, dass der Mensch überhaupt überlebt hat so lange. Und im Bereich der Autophagie geht es dann rein, natürlich Vorsorge für Demenzerkrankungen wieder, auch Herzinfarktrisikosenkung oder eine Entwicklung eines Typ-2-Diabetes zum Beispiel, generell bei allen chronischen Erkrankungen wieder. Und wichtig ist auch bei der Autophagie, da es sich um Aminosäuren handelt, die jetzt verstärkt abgebaut werden, auch wichtig für deine Nierengesundheit natürlich. Weil gerade alte verbrauchte Eiweißbestandteile vornehmlich über die Nieren ausgeleitet werden und da kann die Niere auf Dauer Schaden ziehen. Fünfter wichtiger Punkt. Fasten erhöht nicht nur die Autophagie, sondern auch die Mitophagie. Schauen wir uns jetzt kurz an, was das ist. Jede unserer Körperzelle besitzt aber tausende von Zellkraftwerken, den sogenannten Mitochondrien. Und die können mit der Zeit eben beschädigt werden oder sie funktionieren einfach nicht mehr ordnungsgemäß. Und beim Fasten werden diese kurzerhand durch neue ausgetauscht. Und da sieht man es jetzt schön auf der Grafik. Da wird eine Phosphorverdauungsblase sozusagen um die alte Mitochondrie gebildet. Diese wird dann einfach entsorgt. Und eine neue Mitochondrie wird dann an ihre Stelle gesetzt. Das heißt, du hast jetzt wieder besser funktionierende neue Mitochondrien zur Verfügung. Und daraus resultiert jetzt der sechste Punkt. Fasten erhöht deinen Stoffwechsel. Deine Stoffwechselleistung immens, weil der Sinn vom Stoffwechsel, gerade beim Energiestoffwechsel, ist es ja, dass du hinten ein ATP rausbekommst. Wenn du jetzt durch Fastenperioden, die du ständig einbaust, deine Mitochondrien jetzt besser, schneller austauschen kannst und immer neue, funktionstüchtige Mitochondrien zur Verfügung hast, dann kriegst du natürlich weiters besser deine Körperenergie zustande. Und man hört es ja Land auf, Land ab wieder. Es ist total wichtig, dass du alle 2 Stunden isst und kleinere Mahlzeiten und du solltest eigentlich den ganzen Tag kauen, damit dein Stoffwechsel nicht einschläft, damit du ja nicht verhungerst, damit der Körper immer schön was zu tun hat. Und das ist so einfach nicht richtig. Der Körper hat zwei Funktionen, die er hat. Das ist die Nahrungsaufnahme und das andere wäre dann der Reparaturmodus. Und wenn du ständig isst, kommst du niemals in den Reparaturmodus hinein und du kommst auch nicht in den Fettabbaumodus hinein. Denn wenn du jedes Mal einen Insulinpeak kriegst nach der Mahlzeit, dann bist du im Speicher. Das heißt, dein Insulinlevel muss auf ein gewisses Niveau runterkommen, da kannst du erst in den Fettverbrennungsmodus reingehen. Über Nacht bist du in der Fettverbrennung zum Beispiel und im Reparaturmodus. Und das kannst du natürlich jetzt über Tag auch forcieren, indem du eben nicht ständig isst. Und der Körper ist dann mit weniger natürlich auch nicht nur zufrieden, sondern er fängt jetzt an, natürlich wenn du zu viel Nahrung in dich reinschaufelst, dann wird es nicht mehr ordnungsgemäß verstoffwechseln, weil er natürlich zur Zerlegung der Nahrungseinheiten gewisse Enzyme braucht, gewisse Verdauungssäfte, gewisse Darmbakterien und die sind nur in einer gewissen Stückzahl vorhanden. Das heißt, wenn man zu viel isst, wird man weniger ausverstoffwechseln. Und wenn man Fastenperioden einbaut, dann wird das Verdauungssystem eben wieder effizienter und ökonomischer. Siebter Punkt. Fasten reduziert das Schlaganfallrisiko. Wie gesagt, zu allen Studien verlinkt. Und da schauen wir uns jetzt einmal an. Das Hauptrisiko bei Schlaganfällen sind eben Ablagerungen im Gefäßsystem und beim Schlaganfall eben im Gehirn. Gerade wenn es da reingeht, natürlich unter Blutverklumpungen, dass sich Gerinnsel bilden. Das sind wieder Eiweißbestandteile, die einer Glykierung zum Opfer fallen. Das heißt, das Hämoglobin, der Eiweißbestandteil einer roten Blutkörperchen, fängt an, sich mit Zucker zu kristallisieren, zu glykieren, dann kommt es dann zu Verklumpungen. Und Fasten wirkt ja gerade auf den Abbau von
gerade auf den Abbau von diesen Proteinen jetzt ein, dass die jetzt verstärkt wieder abgebaut und recycelt werden, und Fasten wirkt auch darauf ein, dass dein Blutzuckerspiegel nach unten geht. Das heißt, in dieser Symptomatik wirklich das Beste, was du machen kannst. Kommen wir zu Punkt 8, da verhält es sich natürlich ähnlich, das reduziert dein Herzinfarktrisiko. Wieder Ablagerungen im Gefäßsystem oder vielleicht beim Herzmuskel selber jetzt schon Eiweißanlagerungen mit Kalzifizierung im Gefäßsystem. Und da wirkt es jetzt wieder genauso wie bei einem Schlaganfall ein, dass jetzt verstärkt Eiweißstrukturen abgebaut werden, dass dein Blutzucker nach unten geht. Und das sorgt natürlich generell jetzt für eine bessere Leistungsfähigkeit des Körpers, vor allem aufgrund dessen, dass du jetzt eine bessere Durchblutung hast, dass du eine bessere Sauerstoffsättigung hast, und das Gefäßsystem ist deine Versorgungslinie im ganzen Körper, wenn es jetzt einmal durch die Verdauung durchgekommen ist. Das heißt, mehr Nährstoffe, mehr Körperenergie, mehr Vitalstoffe, bessere Sauerstoffsättigung. Neunter Punkt. Fasten reduziert Entzündungen im Körper. Und jetzt geht es nicht um Entzündungen, wenn du sagst, du hast eine Schnittwunde, der hat sich entzündet und du gehst jetzt fasten und die wird die Entzündung dann abbauen. Das ist eine sinnvolle Entzündung, die der Körper da auslöst. Natürlich, dass keine Fremdstoffe reinkommen in den Körper, dass das Immunsystem richtig arbeiten kann. Diese Entzündungen meine ich jetzt nicht. Jetzt geht es eher um die stillen Entzündungen, die im Körper öfters vorherrschen, die sogenannten Silent Inflammations. Und gerade auf diese stillen Entzündungen, die man gar nicht so mitkriegt, wirkt jetzt Fasten immens positiv ein. Und gerade auf diese Entzündungen, jetzt natürlich durch die ultimative Darmentlastung, gerade im Darmbereich, kommt es natürlich auch immer durch Nahrungsbestandteile, Medikamente etc. jetzt zu einer Überlastung des ganzen Magen-Darm-Trakts. Und da können natürlich Entzündungen entstehen. Und wenn du jetzt Ruhe reinbringst und die ultimative Entlastung bringst mit dem Fasten oder auf täglicher Basis eben eine kleinere Zusatzentlastung, dann gehen dort Entzündungen zurück. Zehnter Punkt. Fasten senkt dein Risiko für Krebs, also an einer Krebserkrankung zu erkranken. Natürlich unten mit Studien verlinkt. Und man muss immer dazu sagen, es wird jetzt auch in der Therapie bei Chemotherapiepatienten mit Fasten jetzt schon eingesetzt, dass deine eigenen Körperzellen geschützt werden und die Chemotherapie jetzt sozusagen verstärkt die Krebszellen in einem Körper abtöten können und die körpereigenen Zellen nur eine Fastenperiode vorgeschalten, wird in einzelnen Kliniken jetzt schon angewandt, schützt. Und wenn du fastest, bist du eben eher in einem Reparaturmodus und in dem Aufräummodus etc. Und da bist du natürlich gerade für so Erkrankungen wie Krebserkrankungen jetzt weitaus besser geschützt als die restliche Bevölkerung, die sich vielleicht fehlernährt oder auf diesen Mechanismus eben nicht so verstärkt zugreift. So, das waren jetzt einmal die 10 wichtigsten Punkte. Jetzt machen wir noch das Fazit mit dem, an was sterben wir eigentlich in Industrieländern vornehmlich und warum ist es da gerade so hilfreich, wenn man Fastenperioden in den Alltag einbaut, um eben nicht gerade an diesen Haupttodesursachen in den Industrieländern zu versterben. Und Fastenperioden auf täglicher Basis oder halt längere Fastenperioden dann eingebaut, schützen dich jetzt vor folgenden Erkrankungen. Bei den 10 Punkten habe ich teilweise auch schon angesprochen, aber jetzt schauen wir uns einmal die Statistik an, an was sterben wir in den Industrieländern. Und auf Platz 1 ist eben Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Und auf Platz 2 ist jetzt eigentlich schon das Krebs vorgerückt und das sind eigentlich die zwei Haupttodesursachen, an was wir sterben. Und gerade Fasten bietet dort extremen Nutzen, wenn man es jetzt verstärkt wieder einbaut. Und erschreckend ist auch die Statistik jetzt der Todesfälle der 20- bis 65-jährigen Bevölkerung. Da ist Krebs jetzt schon auf Platz 1 und auf Platz 2 die Herz-Kreislauf-Erkrankungen und drittens jetzt die Erkrankungen des Verdauungs- und Stoffwechselsystems. Und teilweise der Atmung noch mit dazu, also der Atmungskette. Und gerade da setzt er das Fasten an, mit Autophagie, mit verstärkten Bildungen von Mitochondrien, mit verstärkten Reparaturmaßnahmen, mit Aufräumaktionen, dass alte Eiweißstoffe beseitigt werden, dass dein Blutzuckerspiegel nach unten geht, dass dein Insulinspiegel dann dauerhaft nach unten geht. Das heißt, gerade bei diesen Haupttodesursachen in den Industrieländern ist gerade die Top-Antwort, um dem entgegenzuwirken oder dass man es gar nicht entwickelt, sind Fastenperioden. Und jetzt schauen wir uns noch eine Statistik an, wie es mit der Gesundheitsversorgung im Lande so aussieht. Jetzt habe ich mir mal Deutschland rausgepickt oder Österreich noch dazu. Und schauen wir es uns einmal in Deutschland an, da gibt es 402.000 Ärzte. Das ist nicht wenig. Das ist schon ein schönes Grüppchen, da könnte man ein paar Fußballstadien damit füllen. Und deswegen schreibt es mir jetzt bitte unten in die Kommentare, vielleicht Erfahrungsberichte, was für ein Arzt, oder dass ich den Glauben nicht an die Menschheit verliere, gibt es einen Arzt, der dir, wenn du mit einer gewissen Symptomatik zu ihm gekommen bist, dir angeraten hat oder dir konkret gesagt hat, wie du das magst, dass du mit Fasten einer chronischen Erkrankung oder einem Leiden, das du hast, entgegenwirken kannst. Das wäre eigentlich der erste Schritt. Das ist das omnipotente Mittel, das der menschliche Körper zur Verfügung hat, um dem Ganzen jetzt entgegenzuwirken.
Würde mich wirklich brennend interessieren, also schreibt es mir bitte unten rein, ob ihr da Erfahrungen habt oder was empfiehlt euch euer Arzt, wenn ihr gewisse Symptomatiken hat. Da wird es wahrscheinlich auf Medikamente hinauslaufen, eine Operation oder etc. Der erste nicht-invasive Schritt, wie du das machen kannst, ist Fasten. Entweder auf täglicher Basis oder Fastenperioden einbauen. So, wie versprochen, jetzt in die Infokarte zwei Videos zur Autophagie, um was es sich da handelt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann mal reinschauen. Im Abspann gibt es dann wieder nützliche Videos, die mit dem Thema auch zu tun haben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich ein Daumen nach oben äußerst freuen. Teilt bitte unbedingt das Video und am Schluss wieder das Allerwichtigste. Bleib oder werde gesund.